Auf meinem Tee bildet sich immer ein unschöner, bräunlicher Film, der manchmal sogar schillert. Wie kann ich den vermeiden? Das fragt mich Michaela Fritz aus Düsseldorf. Trinken Sie lieber Darjeeling oder Assam? Ist eigentlich vollkommen egal, ob Sie schwarzen oder grünen Tee trinken. Teetrinker wissen, unschöne Belege, schauen Sie mal, bilden sich eigentlich immer, und zwar unabhängig davon, wie die Teeblätter verpackt sind, ob im Beutel oder lose im Teeei. Die interessante Komponente ist also nicht die Teesorte, sondern die Wasserhärte. Je härter das Wasser, umso fieser der Belag. Das kann man mit diesem Indikatorstreifen messen. Leitungswasser ist hart, wenn es einen hohen Kalkgehalt hat, also vorher durch Gesteinsschichten geflossen ist und dadurch, und jetzt kommt's, Calciumcarbonat aufgenommen hat. Calciumcarbonat löst sich in Säure. Dabei reicht schon die Kohlensäure, die in kaltem Leitungswasser enthalten ist, den Kalk in Lösung zu halten. Er wird dadurch unsichtbar. In heißem Wasser ist das nicht mehr möglich. Durch das Kochen entweicht die Kohlensäure und das Calciumcarbonat kann nicht mehr gelöst werden und wird dadurch fest. Calciumcarbonat verbindet sich mit dem Luftsauerstoff und den unterschiedlichen Inhaltsstoffen der Teeblätter, wie zum Beispiel Gerbstoffen oder Tein, und dadurch kommt Farbe ins Spiel. Unser Teebelag ist Kalzit, hier in hübsch, als Schmucksteine. Weniger hübsch dagegen sind Kalzitablagerungen auf Tasse und auf den Zähnen. Deswegen sollten Sie Ihr Leitungswasser stets entkalken. Bleiben Sie neugierig.